Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück oder ganz neu hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und wollte euch hier kurz zum Ende des Jahres nochmal so ein kleines Status-Update und Ausblick aufs nächste Jahr gewähren, würde ich mal sagen. Wie geht's im Fuchsbau nächstes Jahr weiter und wie sieht's aktuell aus? Ihr habt schon gemerkt, vielleicht ist es schon mal kein Pokémon mehr da. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und die Zeit wird knapp wegen Weihnachtsfeiern und familiärer Feierlichkeiten und deswegen komme ich nicht mehr so ganz zum Aufnehmen. Somit das erste Opfer war Pokémon, das zweite wird die Outer Worlds sein und Minecraft läuft aber durch. Minecraft, das habe ich noch hingekriegt. Also da erstmal nicht wundern, Pokémon fällt jetzt erstmal aus bis nächstes Jahr vermutlich. Ich muss mal gucken, je nachdem wie schnell ich mit meinem Jahresrückblick zu Ende bin. Und die Outer Worlds habe ich noch ein paar Folgen und Minecraft läuft erstmal durch, das habe ich hingekriegt. Also bis nächstes Jahr sieht es erstmal so aus, Pokémon pausiert kurz, Outer Worlds gibt es auf jeden Fall noch 3 Folgen, Minecraft läuft weiter und euch erwartet noch der Jahresrückblick. Ich hoffe, ich kriege ihn noch dieses Jahr fertig. Es sieht ganz gut aus, ich setze mich heute mal fleißig und massiv dran und dann wird das wohl. Ansonsten werden wir heute Abend nochmal eine Runde streamen, der letzte Stream für dieses Jahr. Sorry, dass es auch da die letzten Tage keine Streams gab, aber ich habe einfach keine Zeit gefunden. Somit heute Abend nochmal 20 Uhr auf Twitch ein bisschen Red Dead Redemption 2 online mal reingucken, wie das so ist. Ja, und dann geht's ab nächsten Jahr ganz schnuckelig weiter. Und ich baue jetzt aber das um, was ich schon dieses Jahr eigentlich machen wollte. Ich wollte ja eigentlich dieses Jahr schon eine Umstellung machen, weil mich eine Sache persönlich an diesem Let's Play-Betrieb in Anführungszeichen etwas genervt hat. Und zwar ist es so, ich habe ja in der Regel 3 Projekte parallel am Laufen, manchmal sogar 4, was einfach zu viel ist. Also in der Regel sind es 3 Stück und dann sieht das ja so aus, ich gucke immer, dass ich am Wochenende es schaffe, dann für alle diese 3 jeweils 7 Folgen aufzunehmen für die nächste Woche. Und das bringt dich dann in einen Turnus, dass du 3 Spiele parallel spielst und dann immer nur alle 7 Tage. Also 7 Tage spiele ich dann wieder mal 2 Stunden dieses Spiel, dann ist wieder 7 Tage Pause, dann wieder 7 Stunden dieses Spiel und dann auch immer gleich 3 Stück. Und das finde ich sorgt dafür, also zumindest bei mir, dass ich in keins der Spiele mehr richtig eintauche. Also ich falle halt nicht mehr richtig in die Welt und vor allen Dingen, was man zum Beispiel bei Kingdom Come Deliverance oder auch Enderal sehr gut gemerkt hat, ist, man wird gar nicht mehr richtig Meister und Herr so eines Kampfsystems, wenn du dich einfach nicht mit einem Spiel hintereinander weg befasst. Und dann hast du halt Spiele wie Breath of the Wild, die du gerne am Stück durchsuchten wollen würdest, musst aber immer in deinem Wochenturnus daddeln, weil du das ja auch aufnehmen möchtest. Und da habe ich einfach dieses Jahr keinen Bock mehr. Ich bin halt Gamer durch und durch und Gamer mit Leib und Seele und ich möchte irgendwie das. Ich habe das Gefühl, ich widme die Games nicht mehr den. Also durch diesen Turnus und diese Pausen dazwischen habe ich das Gefühl, ich komme da nicht mehr so richtig so rein, wie sich das eigentlich für so ein Stück Kunst in Anführungszeichen gehört. Und deswegen möchte ich das nächstes Jahr jetzt umbauen, also quasi ab Januar geht's los, dass ich immer nur noch ein einziges Spiel spiele und das spiele ich halt hintereinander durch. Das heißt, ich fange jetzt zum Beispiel mit The Outer Worlds an, zocke das durch, das heißt, am Anfang des Jahres gibt's dann halt erstmal nur The Outer Worlds, weil ich zocke gerade nur das. Und dabei produziere ich aber ja Folgen in die Zukunft bis sonst irgendwo hin. Und wenn ich dann mit The Outer Worlds durch bin, nehme ich mir das nächste Spiel, was ich spielen möchte und nehme das auch wieder auf. Und schon habt ihr wieder 2 Projekte, weil das erste wird noch niemals fertig ausgestrahlt sein, wenn ich mit dem nächsten anfange. Aber ich habe halt den Vorteil, ich kann dann die Spiele wieder am Stück hintereinander wegspielen, muss hier nicht immer am Wochenende zu meiner Aufnahmezeit machen, weil ich kann dann auch einfach mal unter der Woche, wenn es denn noch geht und man nicht zu müde abends ist, aufnehmen. Das ist also der Plan für nächstes Jahr, weg von diesem Wochenrhythmus und weg von so vielen Projekten gleichzeitig, sondern wirklich immer nur eins nach dem anderen. Hat halt zur Folge, dass wie gesagt das nächste Jahr dann erstmal mit ein bisschen wenig Content anfängt, aber das gibt sich dann ja mit der Zeit. Der Plan ist wahrscheinlich, wo zuerst Pokémon zu Ende durchspielen, dann The Outer Worlds, dann Kingdom Come Deliverance und dann Enderal und wenn das dann alles durch ist, dann fangen wir mit neuen Sachen an. Ich habe richtig Bock auf ein Gothic 1 Let's Play, muss ich echt gestehen. Also seit dem Teaser habe ich so Bock bekommen, wieder Gothic 1 zu spielen. Das ist wohl das, wo es sich hin entwickeln wird. Keine Sorge jetzt an die Minecraft-Fraktion. Minecraft nehme ich da raus aus diesem Wochenturnus-Ding, weil Minecraft ist halt anders. Also Minecraft wird es weiterhin trotzdem durchweg geben. Solange der Server läuft, spiele ich auch weiter Minecraft und da gibt es einfach jede Woche 7 Folgen. Da behalte ich meinen 2-wöchigen Aufnahmeturnus bei, weil das ist Minecraft, ne? Da musst du nicht so super tief reinfallen, da kann man auch immer erst in 2 Wochen kurz sich die Wikis durchlesen. Das ist jetzt nichts, wo man ein Kampfsystem super mastern muss oder so. Und deswegen, Minecraft läuft weiter, das bleibt so die Regel, Minecraft läuft weiter durch. Dann dieses eine Projekt, was ich immer mache. Und mindestens, was ja auch angedacht ist, jetzt ab nächstem Jahr mindestens
einmal die Woche einen Stream. Besser sind zwei, aber das will ich nicht versprechen, weil meistens kriege ich es nicht hin. Deswegen mindestens einmal ein Stream sollte drin sein. Da habe ich auch wieder Bock drauf, das macht ja auch Spaß. Und ja, so soll es dann quasi nächstes Jahr weitergehen. Was dieses Jahr jetzt noch folgt, ist wie gesagt der Jahresrückblick. Ich mache mich da heute jetzt nochmal fleißig dran. Ich habe schon Footage soweit alles aufgenommen. Das hat mich auch mal wieder in die Welt zurückgeführt eines Spiels, in das ich nie wieder zurück wollte. Aber ja, da mache ich mich heute dran. Ich hoffe, ich schaffe den noch vor Ende des Jahres. Also ich werde jetzt heute und morgen mal Gas geben. Und mit Glück wird das dann was. Dann steht der noch an, oh, und ab dann geht's dann nächstes Jahr munter weiter los, ne? Juli, das nur so als kurzen Status-Update. Ich wünsche euch alle schon mal einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr hinein, falls wir uns nicht mehr hören oder sehen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Jahr auch wieder Teil des Blaufuchses Fuchsbau seid und hier wir uns noch weiter in den Kommentaren seht, ne? Sehen. Juli, das war's soweit von mir. Wer Bock hat, heute Abend 20 Uhr auf Twitch. Und ansonsten dann bis ins nächste Jahr. Haut rein, Leute. Rutscht gut und bis dahin. Tschüss, euer Blaufuchs.